Guten Morgen! Da ist der Luca! 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 Hier ist die Leonie. Leonie hat von unten die ganzen Sachen mit hochgeschleppt gerade. Von der Zuschauerin. Das knistert so schön, gell? Hm. So kuscheln. Oh, sie klammert sich wie ein Äffchen an mich. Bist du ein Koala? Hallo! Hallo! Ja. Oh, hast dein Teddy geholt? Super, es regnet. Mal was ganz Neues. Heute ist Freitag. Ja, Lukas ist ja zu Hause, weil wir heute eine Impfung haben. Wir müssen auch bald los. Und ja, eigentlich kriegt er heute sein Zeugnis. Das können wir aber am Montag abholen. Das ist nicht so schlimm. Oder wir fahren halt nach der Impfung nochmal in die Schule. Mal gucken. Das überlegen wir uns noch. Okay? Ja. Es regnet. Oh. Na super. So, warte. Mama schminkt sich hier auf der Couch. Gleich will sie hier hoch. Ja, 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 warte, ich gebe dir eine Creme. Hier. Das hat mich gerade gefragt, warum ich mich schminke immer. Ich habe gesagt, weil... Na gut, ich sag's jetzt nicht, weil ich es nötig habe. Ich trinke jetzt meinen Kaffee und dann fahren wir in 30 Minuten los. Genau, die Kleine spielt. Oh, was haben wir hier gemacht? Darf man den benutzen? Eigentlich schon, ne? Nummer 1 müssen wir drücken. Heute kriegt der Lukas mal eine Spritze, nicht du, gell? Wo geht's jetzt raus? Da hier. Was hat Papa vorhin zu dir gesagt? Denk dran, du bist ein Kerl. Erstes Obergeschoss. Ja. Oh. Ja, der Kinderwagen. Heute wird ja nur geimpft hier. Es ist so voll hier, wir müssen warten. Und jeder zweite hustet hier. Also. Oh. Ja. So, jetzt sind wir auch noch im gleichen Zimmer, wo Selina hier auf dem Boden lag, wisst ihr noch, wo sie umgekippt ist nach der Impfung. Gleiche Zimmer. Zimmer 1, gell, ist das? Lecker. Ja, wir haben so lange gewartet. Oh, die Praxis ist voll. Das geht nicht mehr. So, wir sind wieder im Auto. Die Sonne scheint richtig schön. Und es ist richtig warm geworden ist auf einmal. Lukas geht es gut. Ist besser verkraftet wie Selina. Und jetzt fahren wir zur Belohnung zum Lidl und holen den Keksteig, was er sich gewünscht hat. Weil gestern haben wir es nicht mehr geschafft, wir wollten nicht mehr. Weil es schon spät war gestern Abend mit Selina. Genau. Machen wir schnell zu Lidl. So, hier sind wir. Ich habe ja auf jeden Fall diesen Keksteig hier gefunden. Ich nehme jetzt auf jeden Fall von jeder Sorte eins mit. Und ja, ich zeige euch gleich wie im Auto, wie wir es zeigen nochmal. Und ja, bis gleich. Tschüss. Tada! Die sind voll klein. Ich hatte mir irgendwie größer vorgestellt. Ich auch. Wie viel haben die jetzt gekostet? 1,19. Pro Packung, ja. Okay, dupi. Dann fahren wir jetzt nach Hause. Vorsicht, dein Turm. Ein Turm. Der schiefe Turm von Pisa, oder? Ja, Pisa. Pisa. Zu Hause. Leonie und Lukas frühstücken ein Rosinenbrötchen. Haben wir gerade beim Bäcker noch geholt. Mhm. Okay, zum Frühstück. Spätes Frühstück. Nochmal Frühstück. Mhm. Weil Mama muss jetzt kochen. Oh, die hat schon was. Sie will Brust machen. Ich möchte einen Teig schon mal probieren. Guckt euch das mal an. Voll wenig. Ja, so eine kleine Bubbel da drin. Nicht mal der Boden ist voll. Das gibt's doch nicht. Okay, warte. Warte. Oh, das. Ja, probier. So, ich probiere. Ob's wenigstens lecker ist. ASMR. Also, es schmeckt wie dieser fertig Käsekuchen. Käsekuchen? Ja. Es schmeckt auf jeden Fall nach Käsekuchen. Okay, lecker. Mhm. Aber es schmeckt ein bisschen nach Zitronenkuchen.
Mhm. Zitronenkäse. Na, dann lass dir schmecken, genieß es. Ich habe noch mit der Zuschauerin geschrieben, die das Päckchen geschickt hat. Sie meinte, da sind Rezepte drin in den zwei Hälften. Gute Rezepte, muss ich mal später gucken, was da für Rezepte drin sind. Interessante. So, meine morgige Beschäftigung ist im Moment Geschirr abwaschen. So, heute gibt es was Schnelles zu essen und zwar... Oh. Die Kamera kaputt, so fertig Kram hier. Nudeln hier, das kann ich jetzt wegräumen alles und dann weiter abwaschen. So, ganze Besteck abgewaschen und hier muss ich gleich den Dreck rausholen. Aber Leonie hat wieder kuschelbedürftig, gell, heute. Ja, Essen ist auch gleich fertig, Sanina kommt jetzt gleich und dann haben wir heute noch einen Termin, das habe ich euch noch gar nicht erzählt. Und zwar, jetzt kommt alles auf einmal. Moment. Ja, wir haben jetzt noch einen Anruf bekommen. So eine Hausbesichtigung. Ja, wir werden uns das jetzt natürlich auch angucken, das Haus, weil das mega interessant ist. Und ja, und dann haben wir vielleicht die Qual der Wahl, wer weiß. Das kommt gar nichts und jetzt kommt alles auf einmal. Das ist echt lustig manchmal, oder? Ja, aber ich freue mich trotzdem. Heute auch die Besichtigung um 16 Uhr geht's los. Ich hoffe, Roy kommt pünktlich nach Hause, weil meistens, wenn wir was vorhaben, muss er länger arbeiten. Ah, jetzt kommt die Selina. Selina? Selina? Hat doch jemanden gehört, oder? Ist die Selina da? Hallo? Ja. Ja, sag ich doch. Ich hab dich gehört. Guck mal, wer da ist. Lena. Selina! Lena! Ne, hier ist sie. Hier. Nicht da oben. Zieht Schuhe aus. Achso, genau, das muss man in die Wäsche machen. Da ist die Selina! Lena. Ja! Guck mal hier! Spielenbonbon gefunden. Das müssen wir in die Wäsche machen. War im Kinderwagen unten drin zum Waschen. Papa müsste jetzt gleich da sein. Leonie kocht. Mäusesuppe. Oh, ist lecker gekocht. Prima. Leonie? Wem gehört das? Papa. Nein, Mama. Mama. Gibst du das der Mama zurück? Danke, mein Schatz. Das ist lieb. Das, was man nicht darf, ist interessant, gell? Dich. Ja. Mein Handy. Dich. Ja, mein Handy. Mamas Handy, gell? Dich. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Mann. Dass man da hochklickt. Mama. Kuschel. Wir warten nämlich schon auf den Papa hier, wir sind schon fertig. Nein, das ist meine. Na, kommt der Papa endlich. 10 Minuten müssen wir los, gell? Ach, ich stecke am besten das Handy gleich in die Tasche. Sieht es auch nicht mehr, dann ist gut. So, ich habe für Lukas noch ein Rezept bekommen, falls er Fieber kriegen sollte nach der Impfung. Das Rezept muss ich dann später noch einlösen. Ich weiß gar nicht, was sie aufgeschrieben hat. Moment, ich guck mal. Ibuprofen, 4% Saft. Okay. Ja, ist immer so, wenn wir was vorhaben, dann muss der Roy länger arbeiten. Ist immer noch nicht da. So, Papa ist endlich da. So noch schnell ins Auto, Kindersitz reingemacht. Leonie hat die leere Packung von Lukas genommen, lässt sie nicht mehr los. So, jetzt hoffentlich kein Stau. Das wär's. Oh, jetzt kannst du ein bisschen schlafen, ne? So, wir sind jetzt fertig bei der Besichtigung. Roy geht jetzt schnell ins Kaufland. Holt Geld und dann holen wir hier beim Imbiss Essen. Ja, Wurst. Leonie hat den Saft hier auseinandergenommen. Hat's rausbekommen.
Ja, machst du es wieder rein? Wieder reinmachen? Das ist ein Fiebersaft, gell? Ich hoffe nicht, dass er Fieber kriegt. Ja, zur Besichtigung. Also, dem Roy hat es gar nicht gefallen. Auf den Fotos wirkten die Zimmer voll riesig. Und als wir dann da drinnen waren und das Grundstück war voll mini, muss ja immer beiden gefallen. Und dem Roy hat es halt gar nicht gefallen. Er fand die Zimmer viel zu klein und so eng das Grundstück war. Ja, auf den Fotos wirkt es immer so riesig und als wir dann auf dem Grundstück standen, es war voll mini, man konnte da nicht mal mit den Kindern Fußball spielen, also. Weil? Ist ja fast dunkel draußen, gell? Ja, ich hab so einen Hunger. Nein, das darfst du nicht fluchen. Mist. Wie das duftet. Und gerade mein polnisches Sprachrepertoire. Ja, das haben sie. Haben die Zuschauer schon von dir gehört. Ja. Hier ist übrigens auch der Bordstein, über den ich damals drüber gefahren bin, das wo du schwanger warst. Das kann auch perfekt in Polnisch. Ja, das kann. Ja, das hast du mir auch. Das war das Erste, was du mir beigebracht hast. Nein, mein Vater hat es dir beigebracht. Ja. So, wir werden jetzt hier essen. Wir haben mega Hunger. Die Kinder kommen jetzt auch runter. Lena ist schon hier. Auf jeden Fall ist das Haus nicht hübscher als das, was wir schon zu 85% zugesprochen bekommen haben. Und ich will wahrscheinlich auch Einzelhörn. Oh. Mm. Oh. Lecker. Kannst du das etwa nicht allein? Ich glaube Mario, bitte. Mario. Ich hab hier Mario. An die Seite. Oh, guck auch mal die Arme. Oh, ja. Ich bitte hier jemand reinsetzen. An die Seite. Oh. Er macht überall. Ja. Wir lassen es uns jetzt schmecken. So, Mama hilft dir. Moment, mein Schatz. Laufe ich hier hoch, sag zum Roy, ich gehe jetzt das Video schneiden und habe ich nicht mehr verabschiedet. Deswegen mache ich das jetzt. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und genau, bis morgen. Tschüss.